Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück auf der Hammerfaust hier. Und ja, wir haben letztes Mal diese beiden tollen Roboters angekarrt. Auch das mit Sicherheit eine Erfindung des Nazi-Regimes aus der Artischutt-Technologie, die sie hier verwendet und umgesetzt haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Gut, gibt Grace die New Orleans Unterlagen. Waren wir da beim letzten Mal schon? Nee, glaube nicht, oder? Aber ich mache trotzdem mal kurz die Runde, ob es hier was Neues gibt. Hallo, Bombarte. Er schläft. Und hat Albträume, oder? Jason, Baby. Aha. Okay. Ja, Anja ist auch nicht hier. Wyatt ist auch nicht bei sich zu Hause. Dafür hat er wieder... die Musik an. Oh, und Max Hass malt. Hey, wir haben hier ein wirklich ernsthaftes Problem, Mann. Echt? Dämmend? Dann sag mal Bescheid. Ich habe eine Inventur im Munitionslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. Sowas habe ich noch nie gesehen. Würde sie jetzt nicht in der Kiste in der Falle sitzen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann. Lassen Sie sich nicht beißen. Von dem Mistvieh kriegen Sie ganz bestimmt Tetanus und was weiß ich nicht alles. Okay, wir sollen jetzt als Sekundäraufgabe dem Mond bei seinem Rattenproblem helfen. Versteck dich nur. Ist ja nicht deine Schuld, dass du eine Ratte bist. Okay, mehr war es nicht. Es war einfach nur eine kleine Ratte, okay. Ein Mensch mit Angstproblemen in die Richtung. Verdammt, sie haben echt Eier. Ja. Danke. Was für Eier. Jetzt kann ich wieder schlafen und muss keine Angst haben, dass mir das Biest die Augen ausnagt. Okay. Very strange. Benutze die Enigma-Maschine, dürfen wir jetzt machen. Cool. Das war aber, glaube ich, hier bei Helm. Oh, Anja ist hier. Hallo. Oh, William, ich würde gern mehr Zeit mit dir verbringen, aber wir sind fast in New Orleans. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Das hoffe ich auch. Ah, jetzt ist das Terminal hier und jetzt können wir es endlich benutzen. Zum Lesen halten. Grace Notiz zur Enigma-Maschine. Blaskowitz, unsere Schwestern haben Funksprüche vom Maschinenkommandant Lars Klinger abgefangen, einem dieser Mistkerle, die das Militär des Regimes in Amerika anführen. Offenbar hat ihn General Engel geschickt, um im Bunker von Manhattan hinter ihnen aufzuräumen. Wenn sie ihn oder andere Maschinenkommandanten töten, trägt das zur Destabilisierung des Regimes bei und hilft uns bei der anstehenden Revolution. Mit dieser Enigma-Maschine finden sich eine Menge Profile von Maschinenkommandanten. Klingers Aufenthaltsort kennen wir bereits, versuchen sie aber auch, mit ihren Enigma kurz zu entziffern, wo die anderen stationiert sind. Wenn sie einen Maschinenkommandanten finden und töten, bringen sie seine Todeskarte mit, damit wir das Arschloch von der Liste streichen können. Grace. So, Ortungsterminal, Enigma-Maschine-Tutorial, das gucken wir uns doch mal gerade mal an. Mit Hilfe der Enigma-Maschine kannst du die Position von Maschinenkommandanten ausfindig machen. Wähle das Profil eines Maschinenkommandanten aus und entschlüssle es, indem du eingesammelte Enigma-Codes mit den zwei Codrädern abgleichst. Sobald du die Position eines Maschinenkommandanten entschlüsselt hast, kannst du auf der Kriegskarte einen Kurs zu ihm festlegen, um ein Attentat zu verüben. Indem du Maschinenkommandanten tötest, hilfst du dem Widerstand dabei, die besetzten amerikanischen Gebiete wieder zu erlangen. Auch wenn das gerade ein bisschen durchgeskippt ist, das ist ja kein Problem. So. Wir wissen, Klinger ist im Bunker in Manhattan. Wir wissen, ein gewisser Mangelsdorf ist in Manhattan in der U-Bahn.
Haben wir nur eine gewisse Zeit? Ach so. Ah. Minus ein Enigma-Code. Oh, da muss man ja mit Zeit agieren. Ups. Okay, das hat uns jetzt quasi... Hat uns das jetzt was gekostet? Wahrscheinlich, ne? Also müssen das Ding hier oben müssen wir fertigstellen, indem wir die anpassen. So zum Beispiel. Auswählen, Muster wählen. Ja. So, jetzt müssen wir hier gucken. Das ist, welches ist das denn? Das. Okay. Und das ist jetzt irgendwie das. Okay. So, jetzt müssen wir das auswählen. Oh, das ist ja ganz schön anstrengend. Das ist einfach. Das ist... dieses hier, ja. So, und dann haben wir noch dies und dann haben wir das. Okay. So, jetzt haben wir hier ein relativ distinktives Muster, das dann von diesem Muster ergänzt wird. Das ist das und das ist das. Das passt auch schon. Das ist dann dieses. Jawoll! Okay, wir haben jetzt zwei Codes verbraucht. Schlüssel zum Erfolg. Drücke J, um das Tutorial anzusehen. Jetzt können wir ein Attentat ausführen auf den einen Typen da. Du hast mit der Enigma-Maschine, ups, die Position eines Maschinenkommandanten ausfindig gemacht. Der Bezirk, in dem sich der Maschinenkommandant aufhält, wurde auf der Kriegskarte freigeschaltet. Du kannst dir jetzt mit diesem, diesen Bezirk auf der Kriegskarte ansehen und einen Kurs zu ihm festlegen, um ein Attentat zu verüben. So, die beiden sind jetzt freigeschaltet. Wir könnten noch weitere natürlich freischalten. Die Codes hätten wir ja. Heiser, Manhattan Penthouse. Wir probieren, glaube ich, erstmal ein so ein Attentat aus, bevor wir hier weitermachen. Das ist ja relativ test. Die Berichte sind höchst beunruhigend. Das Regime bringt alle um. Brennt okay. Alles nieder. Alles klar. Diese armen, armen Menschen. So, Roswell, Mesquite... Manhattan. So, den Manhattan. Atombunker und U-Bahn-Bezirk. Wir wollen erstmal in den U-Bahn-Bezirk und dort den einen Typen töten. Das machen wir jetzt erstmal als allererstes in dieser Mission. Noch bevor wir mit Grace irgendwas machen, will ich jetzt erstmal wissen, was sich hinter diesen Missionen verbirgt. Juhu! Okay, here we go. Mit einem Fetti und zwei ziemlich dick gepanzerten Typen. Da hinten hockt auch irgendjemand in dem Gebäude drin. Hey, Blaskovic, Maschinenkommandant Ottokar Mangelsdorf befindet sich irgendwo in den U-Bahn-Tunneln. Finden Sie ihn und knipsen Sie ihm das Licht aus. Grace, Ende. Schaff das nicht mehr. Ich weiß. Wenn ich noch einmal diesen Tunnel entlang gehen muss, bring ich mich um. Ich weiß. Es ist alles leer, verdammt nochmal. Wir sind schon millionenmal durchgelaufen. Sieh's doch mal positiv. Nur noch 7 Stunden, bis die Schicht endet. Oh. Soll mich doch jemand erschießen? Soll mir doch jemand auf der Stelle den Schädel wegpusten? Oh. Ich weiß. Ich weiß. Okay, jetzt Maschine ein bisschen weg. Gott, war das laut. Keinen interessiert, glaube ich, ne? Okay. Gott sei Dank, ey.
Ich will jetzt hier wirklich nicht zu viel Aufhebens machen, gerade nicht, wenn der Dicke da in der Nähe ist. Okay, den haben wir auch. Der uns jetzt hier direkt entgegengelaufen kam. Denn wenn ich eins nicht möchte, dann ist es hier irgendwo unangenehm auffallen. Hier hätten wir noch ein bisschen Gesundheit. Das ist ja schön. Ich weiß jetzt wirklich überhaupt nicht. Habe ich eine Karte hier? Ja, eigentlich schon, aber hier ist bisher zumindest kein Alarm. Da hinten ist irgendwo ein Alarm, aber wir müssen ja noch weit laufen bis dahin. Der ist noch schön weit weg, der Kerl. Bis dahin werden wir, glaube ich, noch einige Feindkontakte haben. Aber beabsichtigt oder nicht. Sei jetzt mal dahingestellt. Ah! Hier ist noch eine Star-Karte von Joe Montgomery. Hier geht's also gar nicht lang. Nun gut. So, hier könnten jetzt natürlich... Mist, ganz viel Munition verbraucht, das war dumm. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Ich fürchte fast ja. Jetzt müssen wir die doch ausschalten hier. Tschüss. Tschüss. Ich euch hier irgendwie mit sowas durchgehen lasse. Ich glaube, es geht los. So. Wo ist der Fetti? Den würde ich jetzt auch noch ganz gerne ausschalten, wenn wir schon mal dabei sind, dass die anderen alle weg sind. Na toll. Klasse. Da fliegt er. Also ich weiß nicht, was es ist, aber dieses Dieselkraftwerk. Übrigens könnten wir das auch so machen. Jawollo. Alle weg. Fast keine Panzerung mehr. Wir haben uns jetzt hier ganz schön durchgeballert. Haben dem Kollegen hier ordentlich eine reingegeben. Das war aber auch durchaus notwendig. So, jetzt haben wir 200 Schuss für ihn hier. Das ist praktisch. Kann er nur sein. Naja, wir haben ganz schön viel Munition rausgehauen. Für euch kleine Sauger. Meine Herren, da kommt aber auch einiges entgegen hier. Junge, Junge. Da schreien sie alle. Ach, da ist wieder so ein Freund.
Mist. Tschüss. So. Müssen wir eigentlich mal wieder aufladen, aber immerhin ist er weg. Kollege Freizeit. So. Uns fehlt nach wie vor Panzerung. Wir sind gesundheitlich ganz gut unterwegs, aber das ist dieses Hammergewehr, genau. Oh ja. Panzerung, Panzerung, Panzerung. Sehr, sehr schön. Sturmgewehrmunition ist auch gut. Wo ist jetzt der Typ? Ah, der ist relativ, ja, relativ nah bei, in Anführungsstrichen. Ich würde sagen, ab hier gehen wir auch wieder in den Schleichmodus über. Da es sich dann vermutlich lohnt. Und dann werden wir den Typen auf jeden Fall gleich ausschalten. Der kann sich vor uns nicht verstecken. So, wieder jede Menge Tote hier durch den Atombombenabwurf. So, jetzt geht's hier quasi schon rein. Da hinten könnte der Maschinenkommandant sein. Der hat aber noch einen anderen Typen neben sich. Das ist also jetzt wirklich essentiell. Ich speichere mal ab. Wir müssen hier jetzt schleichend vorgehen, weil wir sonst ein ziemliches Problem kriegen. So, zack, du bist weg. Drüben ist auch noch irgendwo einer. Oh oh. Ui, ui, ui. Das ist ja mal gar nicht so schön. Was sagt der? Hey, was? Bleifuß? Was, sofort zu mir? Was, redet er irgendwie mit seinem Hund, oder? Oder was höre ich da? Ich kann mir da sonst auch irgendwie keine Reim draus machen, warum der da irgendwie immer wieder solche Sachen sagen sollte. Da hinten läuft er gerade lang. Oh, scheiße. Puh.
Mist, der andere kommt uns dann live wieder entgegen. Also den Typen, den müssten wir irgendwie sabotieren. Der andere, der kommt ja gleich wieder zurück. Da oben ist einer, ja. Ich weiß nicht, ob wir linksrum vorbeischleichen können halt. Oh, der Typ da hinten kommt schon angerattert. Das ist eben jetzt die Frage der Fragen. Oh ja, da ist wieder Schleichen gefragt. Da müssen wir auch ein bisschen geduldig sein. Denn wenn die Typen uns sehen, dann ist echt vorbei. Dann haben wir verkackt. Und ich werde auf jeden Fall den normalen Offizier ausschalten, bevor ich den Maschinenkommandanten ausschalte. Der andere marschiert da gerade hinten rum. Die sind auch nicht gerade synchron mit ihren Wachabläufen hier. Aber leider. Mist. Verstanden, Herr Maschinenkommandant. Ich bitte um Entschuldigung. Hilfe! Scheiße. Fuck. Oh. Fucking hell, ich bin zu früh abgebogen. Fucking hell, ich bin so ein Noob. Los, wechsel die Waffe. Okay, so, was machen wir jetzt? Diesel hat nur noch 4, das heißt, da können wir maximal einen mit ausschalten. Von den Dicken. Ausschalten müssen wir aber sowieso einen. Schon mal weg. Ah, der andere ist noch da. Fuck. Der ist direkt daneben. Ist er down? Jo. Okay, dann haben wir schon mal down. Der Arsch. Wo zum Teufel ist der hin? Da! LOL! Was war das denn? Direkt beim letzten Gegner gestorben. Was zum Teufel war das denn? Irgendeine Explosion hat uns weggehauen. Aber so richtig aus dem Latschen gehauen. Okay. Okay. Der Weg ist klar. Ihn hier als erstes. Okay, und nochmal laden. Alles klar. Das hat nicht funktioniert, aber das wollte ich einfach mal testen, weil ich wollte jetzt direkt dahin. Das bringt ja nichts, wenn wir da lange rumeiern. Die beiden müssen sowieso weg. Sonst, nein, das war der falsche Ladestand. Vielen Dank dafür. Ich habe doch... Warum wird mir das denn nicht als Ladebild? Egal. Das falsche Lade, den falschen Spielstand ausgewählt. Wir sind eigentlich schon wieder über der Folgenzeit drüber. Das dauert doch alles sehr, sehr lange.
wenn man es schleichend spielt. Das Problem ist, er kommt gleich zurückgelaufen, bevor ich hier rein kann. Ja. Ich kann aber nichts machen. Nein, das war's auch nicht. Fuck! Das ist einfach unmöglich an der Stelle. Fick die Henne, ey. Oh, ist das nervig. Wir kriegen die einfach nicht ungesehen ausgeschaltet, die beiden. Das ist so blöd. Das ist wirklich sowas von bescheuert. Und ich habe halt nur den einen Weg, wo ich lang gehen kann. Das ist wieder so eine Ecke hier, wo das Schleichen einem unfassbar schwer gemacht wird. Ohne, dass es dafür eine logische Begründung gibt. Das ist ärgerlich, sowas, finde ich. Also aus Level-Design-technischer Sicht finde ich das irgendwie ein bisschen nach wie vor sehr schwierig und problematisch. Also kann ich halt einfach keine Entschuldigung für finden, wo ich sage, ja gut, muss halt so sein oder was. Ich habe bemerkt, dass Sie die Anfrage für den neuen Aufgabenbereich noch nicht abgeschickt haben. Ja, gibt's keine Chance, die sehen mich immer und überall. Ich sag's ja, es ist einfach wieder so eine Stelle, wo ich mich frage, warum soll ich mich da. Also ist es klar, wenn Schleichen nicht funktioniert, hat man ja noch genügend Alternativen, darum geht's ja auch gar nicht. Aber warum kann ich schleichen, wenn ich nicht komplett schleichen soll? Das verstehe ich irgendwie nicht. Also. Das ist mir irgendwie nicht ganz klar, wieso das Spiel das einfach dann nicht durchgängig erlaubt. Bemerkt, dass Sie die Anfrage für einen neuen Aufgabenbereich noch nicht abgeschickt haben. Ich werde Sie anrufen, wenn ich soweit bin. Natürlich. Es ist eine heikle Sache, verstehen Sie? Ein falsches Wort bringt dann alles ins Alexikon. Ich werde die Anfrage abschicken, wenn ich mir sicher bin, alles getan zu haben, um den Generalstab nicht zu verärgern. Sprechen Sie mich nicht mehr an. Verstanden, Herr Maschinenkommandant. Ich bitte um Entschuldigung. Ja. Also ihr merkt ja selbst, was soll ich denn noch machen? Ich kann links nicht lang wegen dem Hund und rechts kann ich nicht lang wegen dem Soldaten. Ich habe quasi keine Chance, hier schleichend durchzukommen. Ich kann quasi nur sagen, ja, all guns blazing, here we go. Das nervt. Also das ist echt kacke. Kacke ausdesignt. So. Ja, ist ja gut. Oh, Max Spielzeug gefunden. Das ist übrigens ganz cool. Wir haben Max Spielzeug gefunden. Zumindest eins davon. Der macht uns auch sofort wieder platt. Concept Art gefunden. Das interessiert mich jetzt aber gerade mal wirklich gar nicht. Alter, was hat der in der Hand? Er hat irgendeine abgefahrene Waffe, die alles zerstört. Okay. Kein Wunder, dass wir gestorben sind vorhin.
Um Himmels Willen. Da sind wir dann auf einmal ganz fragil. Wahrscheinlich genau so eine Waffe in der Hand, der Typ. Problem ist, wir halten halt echt nichts aus gerade. Gute Arbeit, Blaskovic. Ein Maschinenkommandant weniger. Dann kommen Sie mal zurück. Race ended. Das war aber schon alles außer einfach. Okay, Todeskarte. Otto K. Mangelsdorf. Rang Maschinenkommandant, Alter 41, Dienstjahre 21. Ehegattin Frieda Mangelsdorf. Okay, Eingabe. Achso, wir bleiben noch im Bezirk, weil ich hier noch was habe. Nämlich eine E-Post von ihm an Irene Engel. General, bitte gestatten Sie die Vorbemerkung, dass ich höchsten Respekt für Ihre Urteilskraft habe. Ich weiß, dass Sie mich bestrafen und das ist Ihr volles Recht. Ich akzeptiere es. Aber ich glaube, dass ich Germanien einen schlechten Dienst erweisen würde, wenn ich Sie nicht darüber informieren würde, dass meine Einheit anderswo produktiver eingesetzt werden könnte. Unsere täglichen Patrouillen in diesen Tunneln haben nichts von Interesse zutage gefördert. Nichts. Alles weist darauf hin, dass jegliche feindlichen Kämpfer aus der Stadt geflohen sind. Ich habe zig taugliche Männer, die unsinnige Sisyphus-Arbeit erledigen, Tag für Tag. Ich bitte Sie inständig, unseren Auftrag zu überdenken. Nicht für mich, sondern für die Männer unter meinem Kommando. Hochachtungsvoll, Maschinenkommandant Otto K. Mangelsdorf. So, zur Hammerfaust zurückkehren. Ach, das können wir direkt sogar machen, dann machen wir das auch mal. Denn die Folge ist schon wieder über 30 Minuten. Das ist ein bisschen zu krass eigentlich. Wieder ein bisschen Fail-Gameplay dabei, das gehört aber auch dazu. Und wieder so ein Level dabei. Das gehört ja wenigstens jetzt nicht quasi zum Zentrum des Spiels, zur Hauptstory, ne? Aber wieder so ein Level, wo man zwar schleichen kann, aber nur bis zum gewissen Grad und dann auf jeden Fall ballern muss, weil alles andere das Leveldesign nicht erlaubt. Das finde ich immer ein bisschen schade. Habe ich ja schon mal erwähnt. Zeit mit dir verbringen, aber wir sind fast in New Orleans. Es ist fast nicht zu spät. In New Orleans. Ah, jetzt können wir ja auch die Leute durchgucken. Otto K. Mangelsdorf haben wir jetzt getötet. Ehegattin Frieda war schon tot, drei weibliche Kinder. Ausgezeichnet für Heldenmut in der Schlacht von Chengdu 1947, führte den Idaho Falls Angriff an, tötete 31 Terroristen und nahm 12 fest. Leitete 3 Jahre lang das Lager im Death Valley mit Auszeichnung. Es gibt ja noch weitere. Lars Klinger zum Beispiel haben wir noch. Walter Klausner, Sigismund Hermannsdorf, Herbert Meiser, Jürgen Schlusser, Hauke Evers. Ein Fragezeichen-Typi und Friedrich Gerber. Und ja, das ist natürlich Irene Engel. Das ist hier die Hauptprotagonistin, das ist klar. Wir können hier noch mehr entschlüsseln, aber ich will erstmal hier mit der Hauptstory beim nächsten Mal weitermachen. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja. Diese armen Menschen. Echt schlimm. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.